Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Wie die meisten von euch mittlerweile wissen, bekommen wir Ende Februar ein großes Update für Pokémon Karmesin und Purpur. Vergangene Nacht wurden sogar die ersten Patch Notes veröffentlicht. Was wir denn mit diesem Update alles so bekommen, beziehungsweise welche Fehler behoben werden. Und das schauen wir uns doch mal direkt an. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid und zukünftig nichts mehr zu Pokémon Karmesin und Purpur verpassen möchtet, dann lasst gerne ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. So, ich befinde mich auf der Support-Seite von Nintendo, weil sie hier die ganzen Patch-Notes notiert haben. Wenn wir nämlich runterscrollen, sehen wir hier Version 1.2.0, angesetzt für Ende Februar 2023. Wir haben noch kein konkretes Datum, wann das Update live kommt. Ich denke aber, dass es so im Zeitraum Pokémon Day passieren wird, ja. Die Patch Notes wurden auch nur auf der englischen Seite veröffentlicht. Es existiert keine deutsche Version davon, aber kriegen wir hin. Die ersten drei Absätze sind halt so eine Art Einleitung. Also sie bedanken sich, dass wir Pokémon spielen, sagen, dass sie unser Feedback sehr ernst nehmen und sich Mühe geben, dass wir weiterhin eine coole Gameplay-Erfahrung haben. Um das zu gewähren, haben wir ein paar Bugfixes bekommen und deswegen würde ich sagen, fangen wir doch mal mit diesem Teil hier an. Neben Bugfixes kriegen wir auch ein paar Features und hier haben sie notiert, welche Features wir dann für unsere Pokémon-Boxen bekommen. Bisher war das ja so, dass wir nur bei Pokémon, die sich in unserer Party befinden, verwalten können, welche Attacken sie erlernen, verlernen sollen, welche TMs sie bekommen sollen, Zeichenbänder zuweisen. Das geht nur, wenn sich das Pokémon in unserer Party befindet und nicht, wenn sich das Pokémon auf der Box befindet. Ich zeige euch mal kurz in-game anhand des Seitigans, was wir vergangene Nacht ebenfalls als Geheimgeschenk bekommen. Wenn ich hier auf Bericht gehe, während das Seitigan in meiner Party ist, kann ich ja vieles machen. Ich kann das Item wechseln, ich kann Attacken verwalten, entweder soll ich an eine alte Attacke erinnern, eine Attacke vergessen oder ich verwende eine TM. Und ich kann ihn Band bzw. Zeichen zuweisen. Ja, Kampfmeister Garganekel kann ich zuweisen und auch wieder entfernen. Das würde nicht gehen, wenn sich das Pokémon in meiner Box befindet. Ich packe den mal kurz auf eine Box. Wo ist hier was frei? Hier. So, Seitigan befindet sich auf meiner Box und wenn ich hier auf Bericht gehe, kann ich nichts machen. Ich kann ihn keine Attacken verwalten, ich kann nichts erlernen, verlernen lassen, keine TM anwenden und hier steht nichts von Bändern, nichts von Zeichen, obwohl es eins hat. Ja. Dafür muss ich den immer in meine Party packen und hier auf Bericht das alles machen. Ja. Das wird mit dem Update behoben, dass es auch geht, wenn das Pokémon sich in meiner Box befindet. So, das hätten wir. Ansonsten wird es jetzt auch leichter, getragene Items zu manövrieren. Okay. Wait, was? Das ging vorher nicht? Wenn wir ein Pokémon bewegen, können wir ab sofort alle Boxen wählen. Ach, das ging vorher nicht? Moment. Pokémon-Box. Bewegen. Tatsächlich, was? Oh mein Gott! Also habe ich Gott sei Dank nie gebraucht, aber was soll das denn? Das war doch in den vergangenen Spielen immer so. Warum muss jetzt dieses Mal ein Update her, damit wir das bekommen? Hä? Spiel? Frech. Sehr, sehr frech. Aber okay, es geht nach dem Patch. Wenn man Kampfteams ausgewählt hat, werden die Pokémon, die registriert sind in einem Kampfteam, dunkler angezeigt, wenn sie Teil eines Kampfteams sind. Okay, cool. Und das letzte ist was, wonach eigentlich keiner gefragt hat. Aktuell ist es ja so, dass wenn ihr euch mit dem Internet verbindet, wenn ihr im Poké-Portal seid, erscheint ja diese Neuigkeiten-Seite. Diese Seite erscheint nicht,
wenn ihr euch erst im Hauptmenü mit dem Internet verbindet und dann ins Brokeportal geht. Aber mit dem Patch wird es so sein, dass ihr, egal wann ihr euch mit dem Internet verbindet, kassiert ihr diese Neuigkeitenseite, ja? Ich meine, ich kann es verstehen. Die wollen ja, dass jeder mitbekommt, was für Events aktuell sind, aber nicht so cool. Cool ist aber die Bugfixes in Terra Raids. Jetzt wird spannend. Wie ihr alle wisst, gibt es ja bestimmte Attacken, wie eben Knuddler. Ja, Knuddler wird hier insbesondere erwähnt. Playrath ist, by the way, der englische Begriff für Knuddler. Und diese Attacken sorgen dafür, dass die KP-Leiste des Terra-Raid-Bosses ein bisschen rumspackt. Hatte, glaube ich, jeder von uns mal, ne? Erst wird uns angezeigt, okay, das Pokémon ist besiegt. Und dann stellt sich heraus, nö, ist gar nicht besiegt. War nun visueller Bug, ein Fehler. Und der wurde jetzt behoben. Den zweiten Bug, den hatte ich noch nie. Und zwar soll es wohl einen Fehler geben, der dafür sorgt, dass alle Pokémon auf deiner Seite auf einmal besiegt werden, obwohl die KP-Leiste von denen voll ist. Okay, hatte ich noch nie. Das hier ist auch so wichtig. Hatten wir alle auch schon mal, ne? Wir wollen eine Attacke auswählen, aber können wir nicht machen, weil wir festhängen. Wir sind gefreezed, wir können nichts auswählen. Wir sind stuck. Und das wurde behoben, ja. Sprich, das soll in Zukunft nicht mehr passieren, dass wir irgendwo hängen bleiben im Attackenmenü. Den Fehler hier, den hatte ich auch noch nicht. Und zwar soll es wohl einen Bug geben, der dafür sorgt, dass einer ein Terra Raid beitritt und ein anderes Pokémon sieht, als das, was der Host sieht. Okay, ganz schön abgespaced. Der ist auch geil. Und zwar, wenn ihr über die Terra Raid-Suche im Terra Raid beitritt, kann es vorkommen, dass ihr dann auf einmal in einem Raid seid, wo ein anderes Pokémon ist, als das, was ihr angezeigt bekommen habt. Hatte ich auch noch nicht, soll es aber wohl geben. Und was ist das Letzte? Davon habe ich lediglich gehört, dass ab und zu wohl keine Terra-Raid-Kristalle auftauchen. Wird aber dann auch gefixt. Ja, also bin ich mal gespannt, wie sich die Terra-Raid-Kämpfe nach dem Patch anfühlen. Ob sie wirklich alles gefixt haben. Weiter geht's mit den Kämpfen. Okay, das erste ist mir direkt bekannt. Und zwar wird uns ja mal angezeigt, welche Attacken effektiv, sehr effektiv, nicht sehr effektiv sind und so weiter. Und bei Doppelkämpfen wird es uns auch von den Pokémon angezeigt, die eigentlich schon besiegt worden sind. Ja, was halt ziemlich quatschig ist und das wurde, beziehungsweise das wird behoben. Die kommenden zwei Stichpunkte haben was mit Zoroark zu tun. Und zwar, wenn der Terra kristallisiert ist und sich noch in einen anderes Pokémon verwandelt hat, kann man es trotzdem identifizieren, dass es Zoroark ist, wenn man auf Bericht geht. What the fuck? Aber okay. Ferner, wenn sich Zoroark Terra kristallisiert hat und weiterhin als ein anderes Pokémon verwandelt ist, wird uns angezeigt, welche Attacken effektiv, sehr effektiv sind, anhand des Typen, als dass sich Zoroark tarnt. Und nicht anhand des Terra-Typ von Zoroark. Klingt kompliziert, ist auch echt quatschig, Alter. What the fuck? Das hier ist genial. Und zwar kennen wir alle die Herashai- und Nigiraki-Taktik, ne? Ist ja so, dass Herashai und Nigiraki in Doppelkämpfen auf ist und dann Omniboost bekommt. Ja, sprich jeder Statuswert plus 2. Wenn Herashai die Attacke auf Tischen einsetzt, kriegt es ja, je nachdem welche Farbe Nigiraki hat, nochmal einen plus 1 Boost in einem entsprechenden Wert. Auch wenn die Attacke fehlschlägt, zum Beispiel wenn der Gegner Schutzschild einsetzt. Ja, Gegner setzt Schutzschild ein, ihr setzt Auftischen auf den Slot ein, Attacke schlägt fehl, weil der Gegner sich ja schützt, aber ihr kriegt trotzdem den Boost. Und das ist anscheinend ein Bug. So, hä? Also das wird gefixt. Ich weiß nicht, das als Bug zu verkaufen, I don't know, weil das war schon sehr, sehr krass in den ganzen Pokémon-Meisterschaften. Ja, also,
Schwierig. Aber ey, besser spät als nie, ne? Was ist das Letzte? Wenn ein Pokémon Terra kristallisiert, nachdem Abgangsbund eingesetzt wurde und dann besiegt wird, funktioniert Abgangsbund nicht. Lol. Okay, ja, wird gefixt. Sprich, wenn ihr mal die Situation hattet, ist ein Bug, kommt nicht mal vor. So, Others. Jetzt wird spannend. Aha. Es gibt ein Problem, dass das Spiel manchmal abstürzt an bestimmten Orten. Um das zu vermeiden, wird an bestimmten Orten weniger Pokémon und weniger NPCs spawnen. Okay, lol. Also damit das Spiel nicht abstürzt, entfernen die einfach Pokémon und NPCs in ein paar Städten. Ja, jetzt nicht überall, sondern an den Orten, wo es halt anscheinend extrem war mit den Spielabstürzen. Interessanter Weg, das zu fixen. Wenn ihr ein Pokémon via Linktausch bekommt, welches kein Teil des Paldea-Dexes ist, bekommt ihr trotzdem nach dem Tausch die Anzeige, dass es in Paldea-Dex registriert wurde. Ist ein Bug, wird gefixt. Okay, cool. Bestimmte Handlungen sorgen dafür, dass die Gesichtszüge des Characters sich nicht mehr ändern, es sei denn, ihr restartet das Spiel. Okay, nie drauf geachtet, aber okay. Der Bug hier, der ist skandalös. Und zwar nach den Rangkämpfen Season 1. Ja? Kann es passieren, dass ihr, obwohl ihr die Belohnung schon bekommen habt, das Spiel euch nochmal die Belohnung geben möchte. Aber da ihr die Belohnung ja schon bekommen habt, crasht das Game. Sprich, ihr wart einfach nicht mehr möglich, Rangkämpfe zu spielen. Weil es immer und immer wieder gecrasht ist. Und das wurde halt gefixt. Wenn ihr ein Kampfteam habt, es aber nicht an erster Stelle habt, bekommt ihr nicht diesen Meisterrangband, nachdem ihr einen Rangkampf in der Meisterballklasse gewonnen habt. Okay, nie drauf geachtet, aber wird gefixt. Nächster Punkt. Wenn ihr ein Pokémon fängt, es tauscht und dann wieder zurücktauscht, kann es sein, dass es euch dann nicht mehr gehorcht, obwohl es euch eigentlich gehorchen sollte. Das wird gefixt. Interessant. Es gibt wohl auch einen Bug, der dafür sorgt, dass ihr mehr Pokédex-Einträge habt, als es eigentlich gibt. Also an sich besteht ja der Paldea-Dex aus 400 Pokémon. Und wenn ihr ein Pokémon via Wundertausch bekommt, kann es passieren, dass es als neues Pokémon registriert wird und ihr dann 401 Einträge habt. Den nächsten Bug hatte ich auch. Und zwar, manchmal sind ja einfach random Pokébälle in Cutscenes drin, in der Mitte. Zum Beispiel, was war es bei mir, als ich mit dem KI-Professor im Aufzug war? War in der Mitte einfach ein Hyperball, obwohl er da gar nichts zu suchen hat. NPCs laufen euch nicht mehr dazwischen in der Hauptstory, wenn ihr gerade kämpft. Interessant. Und andere weitere Bugfixes. Abschließende Worte. Oh, die sind auch tatsächlich sehr wichtig. Und zwar planen sie weitere Features und Bugfixes, die nicht in den Patchnotes enthalten sind. Heißt, all das, was ich euch gerade übersetzt bzw. vorgelesen habe, ist nicht alles, was wir mit dem Update bekommen. Sprich, bitte kommt zurück, wenn das Update live ist. Ja? Sprich, es kann sein, dass sie die ein oder andere Sache noch geheim halten möchten als Überraschung. Ja? Ich meine, Schwert und Schild haben wir, glaube ich, das Galar-Fleckmon bekommen mit dem ersten großen Update. Vielleicht wird ja hier sowas Ähnliches sein. Hier auch nochmal, dass die ganzen Updates von Inhalten bzw. Details sind Thema, ja, die sie auf jeden Fall ändern möchten. Ja, also, dass wir mehr Updates bekommen und mehr Inhalte. Ja, meine Damen und Herren, das war anstrengend. was sagt ihr zu den ganzen
Bugfixes und Patchnotes, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bin echt gespannt, was das Update so alles bringen wird. Ansonsten, wie bereits gesagt, sobald es Neues gibt, lasse ich es euch schnellstmöglich wissen. Und bis dann wünsche ich euch auch einen schönen Tag und sage haut darin, kauft dahin.